Welche Bekleidung ist fürs Langlaufen am geeignetsten? Ich zeige dir, was ich am liebsten anziehe. Grüß euch, mein Name ist Theresa Schwarz von der Skischule in Leutasch. Am wichtigsten, die Bekleidung sollte atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend sein. Und das im sogenannten Zwiebellook. Das heißt, die Schichten können wie die Schale einer Zwiebel übereinander angezogen werden. So kann flexibel an- oder ausgezogen werden. Fangen wir an mit der Skiunterwäsche. Hier eignet sich am besten Merino-Wolle. Ebenfalls gibt es auch besondere Langlaufsocken. Diese sind nicht so dick wie normale Skisocken. Mir reicht als Midlayer ein Rolli. Den kann ich ebenfalls, wenn mir warm ist, ausziehen oder sonst anbehalten. Denen, die was zu kalt haben, können auch gerne noch eine Fließjacke anziehen. Die oberste Schicht ist der Wetterschutz. Diese sollte Wind und Schnee abhalten. Andererseits sollte sie auch atmungsaktiv sein, damit Wärme und Feuchtigkeit entweichen können. Mir ist ganz besonders wichtig, dass ich mich auch gut bewegen kann. Damit mein Hals auch warm ist, ziehe ich am liebsten einen Buff an. Auf dem Kopf ziehe ich am liebsten ein Stirnband an. Außer wenn es sehr kalt ist oder es schneit, da trage ich am liebsten eine Kappe. Ebenfalls trage ich auch immer eine Sonnenbrille, weil der Schnee reflektiert und so sind auch meine Augen geschützt. Kommen wir zu den Handschuhen. Ich ziehe am liebsten dicke Handschuhe an. Es gibt aber auch dünne. Das ist Geschmackssache. So, fertig angezogen, können wir jetzt auf die Loipe. Gerne beraten dich auch unsere Lehrer. Oder du findest was bei uns im Langlaufshop. Komm doch gerne mal vorbei.